Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Wir reden über die schönen Dinge des Lebens. Ja. Endlich gibt es Alkohol bei dir. Was ist das? Eistee. Nein, natürlich nicht. Liebe Uli, Prost. Du bist wieder bei mir. Prost. Ja. Ich freue mich sehr. Ja, komm, geht schon, wir schaffen das. Kann man sagen, der schmeckt dirty. Liebe Meierin, ja. Bist du eigentlich dirty? Kann man das zu dir sagen? Also ich glaube, ich bin die undirtyste Person, die man im öffentlichen Leben antreffen kann. Aber was? Echt? Also ich bin nur schmutzig, wenn ich mich im Schlamm wälze, wenn ich in den Wald gehe und Tiere jage und Ich bin schmutzig, wenn ich den Mund aufmache. Also ich lege mich nach der Sauna manchmal ins Gras und verbinde mich dann nochmal so mit dem Himmel und mit der Erde und mache so meine so Bewusstseinsrituale. Und da kann schon vorkommen, dass ich manchmal Gras am Körper picken habe. Du bist ökodirty. Nachhaltig, Fairtrade. Ja, ja, wirklich. Absolut. Also Fairtrade-dirty, kann man das sagen? Ja. Also, geil. Ja. Ist doch geil, oder? Absolut. Ich bin total Mainstream-dirty. Das sage ich zu mir. Ich kann das nicht von mir sagen. Ja, aber also Uli, jetzt kennen wir uns schon so viele Jahre. Du hast nicht gewusst, dass du mich so oft in deinem Leben treffen wirst, oder? Ich habe es vermutet. Wie du mich zum ersten Mal gesehen hast. Ich habe es vermutet. Du hast meine große Karriere prophezeit, wie wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Und ja. Wir haben gefrühstückt miteinander. Wir haben uns da zum ersten Mal. Nein, stimmt. Wir, bei Guten Morgen Österreich. Da haben wir uns kennengelernt. Und ich habe gedacht, diese Frau ist öko-dirty. Die muss ich bemerken für mein Leben. Ja? Ja. Du, aber was hast du jetzt eigentlich gemacht in der ganzen Corona-Zeit? Ich habe dich ständig irgendwo auf Urlaub gesehen mit der Gitarre und hast gesungen in Kroatien am Strand. Das habe ich so cool gefunden. Also schau, ich habe in der Corona-Zeit, wann begann die Krise, es ist ewig her, habe ich die ersten zwei Wochen gesudert. Und haben mir gedacht, oh, und wir sind alle so arm und es ist alles so tragisch und habe mich da ein bisschen reinfallen lassen in so diesen generellen O-Ton. Ja. Und dann habe ich die Psychologin in mir wirken lassen und haben mir gedacht, was würdest du einem Klienten von dir jetzt raten? Und haben mir gedacht, okay, passt, neuer Glaubenssatz, ich gehe reicher und gestärkter aus dieser Krise heraus wie noch nie. Wie noch nie, ja. Und ich muss sagen, ja, also Glaubenssätze funktionieren. Wie schaut das Gesetz am Konto aus? Bist du reicher? Na, reich ist immer, reich ist immer so eine Interpretationssache. Ja. Aber es passt und es geht mir gut. Und ich bin, glaube ich, ein recht bescheidener Mensch. Wenn ich mir vorstelle, wie viel Geld Menschen für einen Restaurantbesuch ausgeben oder einen Kinobesuch oder für nichts, ja, Quantfetzen, ich weiß. Dann ist es immer wieder so ernüchternd, eigentlich für alle Musikerkollegen und mich, dass dann ein Spotify-Stream in Wahrheit 0,00002 Cent abwirft. Ja, das stimmt. Und denkst da, wow, what the fuck? Ja, aber ich glaube, aber wie weit bist du eigentlich? Weil jetzt hast du, ich habe dich noch immer als Libelle, sehe ich dich hier rumflattern. Ja. Was wirst du jetzt? Vielleicht wirst du eine Fledermaus? Nein. Oder vielleicht. Es wäre ein bisschen dirty. Ja, zu dirty. Ich finde, man muss in Zeiten wie diesen so ein bisschen mehr öko-dirty sein. So nenne ich das jetzt mal mit dir. Wenn du einen Song über Meerschweinchen machen möchtest, kannst du mich gerne mit dazu holen. Okay, ich werde es mal merken. Ich kann nämlich auch Geräusche machen. Nicht mein Geräusch, warte. Ich habe das noch nie gemacht, aber mache ich heimlich und alleine, wenn ich zu Hause bin und ganz einsam bin, dann mache ich das. Das mache ich dann. Warte, ich mache es dir nochmal vor. Warte. Ich mache mir den Mund, das schaut sich total bescheuert an. Wie findest du diesen Sound? Der ist super. Den soll ich mal aufnehmen und irgendwie einspielen. Ja. So, dann weißt du, was das für ein Sound ist? Nein, du musst die Stimmbänder nach hinten drücken. Das machst du. Weißt du, wer das... Mir klingt das, als würde ich mich gerade anspeiben. Du, aber das ist, ich habe jahrelang geübt. Es ist das Geräusch von Otto. Jahrelang bin ich gesessen. Ich kann das auch hoch zum Beispiel. Ja? Das ist das lustigste in aller Zeiten. Das ist so gut. Weil ich kann das auch tief. Ich kann es jetzt nicht mehr so schnell, ich muss mich konzentrieren. Ja? Wie komme aus der Nummer jetzt wieder raus? Ja. Ich bin jetzt schon ganz heiser. Das ist eine Inspiration für Geräusche, die beruhigen.
Okay. Du machst das und ja. Ich mach. Schau, du siehst das jetzt, wie das ausschaut. Das ist nicht schlecht, oder? Also gut. Tut mir leid, das ist super. Das ist diese Inspiration, die du da bringst. Ja? Nein, aber das dritte Album wird deswegen so spannend, weil mir gerade alles so wurscht ist, weißt du? Es ist so eine unfassbare. Deswegen musst du mich als Bonustrack holen. Ja, vielleicht machen wir das sogar. Du, dein Style, also sind die Haare etwas länger jetzt? Naja, bei den Haaren traue ich mich dir, darf ich es ja sagen. Traue ich mich ja immer so ein bisschen schummeln. Also ja, klar, auch, ja? Ich auch, ja. Sicher. Und da wird dann manchmal mit der Länge nachgeholfen. Sehr gut. Wie bleibt dein Geheimnis? Ja, wir haben so einen Knopf, man drückt dann da drauf und dann wachsen sie schnell. Genau. Bist du im Alltag wirklich im weißen Kittel in deiner Praxis? Nein, ich habe keinen weißen Kittel an. Wie schaust du da aus? Also nicht, das habe ich in der Praxis noch nie angehabt, aber ich bin schon so ein bisschen so die Variante, die coole Psychologin von nebenan. Wirklich? Also ja. Ich mache da jetzt nicht einen auf Etepetete und Ding, sondern ja, ganz normal, Jeans, Hemd, Leiberl, wurscht. Und dann kommen Patienten, Klienten kommen zu dir und dir legen die sich auf die Couch? Nein, rein, oder? Sitzen. Das machst du auch nicht mehr. Die sitzen. Und dann redest du mit denen? Ja, ich rede mit denen oder ich mache eine Art von Visualisierung. Also es gibt da bestimmte Techniken halt, die man anwenden kann, um so ein bisschen tiefer ins Unterbewusstsein quasi zu gehen. Also wenn ich mich freue, mache ich diese Geräusche. So mache ich das. Sehr gut. Ich glaube, wir haben alles. Wir haben lang geredet, oder? Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.